Ja, hallöchen, guten Abend. Willkommen bei unserer Fahrraddemo. Schön, dass ihr alle da seid. Wir haben ja heute schon fast sommerliche Temperaturen im Vergleich zu letzter Woche. Und ja, langsam kommt der Frühling und mit der Sonne kommt auch die Verkehrswende nach Gießen. Wir stehen gerade am Beginn eines richtungsweisenden Jahres 2021, wo sich entscheiden wird, ob Deutschland das Pariser Klimaziel von 1,5 Grad einhält oder wir eher weiter auf einen Anstieg von 4 Grad zudonnern. 4 Grad nicht mit uns. Deutschland hat sich zu diesen Zielen verpflichtet und wir stehen heute hier wieder für diese Ziele ein. Laut Umweltbundesamt macht der Verkehrssektor knapp 19% des Treibhausgasausstoßes der Deutschen aus. Ganz schön viel, oder? Und hier bei uns stößt jeder Gießener und jede Gießenerin knapp 7,1 Tonnen CO2 pro Jahr aus. Auch ganz schön viel, oder? Das liegt natürlich vor allem an den vielen schicken Autos, die hier Tag für Tag über den Anlagenring donnern und die gesamte Innenstadt zustellen kann. Doch das wird sich ändern, denn eine Transformation der Verkehrsführung ist längst überfällig und gar nicht so schwer. Das haben wir auch letzten Freitag bei der digitalen Bürgerschaftsversammlung gezeigt, wo wir den BürgerInnenantrag für eine Fahrradstraße auf dem Anlagenring vorgestellt haben und viel Zuspruch von allen Seiten bekommen haben. Ob von der Oberbürgermeisterin oder von Seiten der Vertreter des ÖPNV im Namen der Busfahrer. Doch es wurden auch Ängste deutlich. Ängste von stolzen Autofahrern, die befürchten, es könnte ihnen etwas weggenommen werden. Diese Ängste kennen wir. Diese Ängste gab es auch damals bei der Beseitigung der Unterführung der Ostanlage, bei der Umgestaltung der Blockstraße oder noch früher, als der Seltersweg für Autos gesperrt wurde. Und heute stellt sich Mensch einmal vor, im Seltersweg würden noch Autos umhertuckern. Und genauso werden wir eines Tages zurückdenken an die seltsame Zeit, wo der Anlagenring noch den Autos gehörte. Doch wir hören auch diese Ängste. Und deshalb zeigen wir diesen Menschen heute wieder, wie geil der Verkehr auch ohne Autos funktionieren kann. Ohne Lärm und ohne Feinstaub. Wie ihr wisst, sind am 14.03. Kommunalwahlen und der Verkehrssektor ist das Wahlkampfthema Nummer 1. Und das liegt nicht zuletzt an uns und an jedem Einzelnen, der heute wieder hier zur Demo erschienen ist. Denn wir sind laut und wir werden auch gehört. Die Zeit zu handeln ist jetzt, hier in Hessen. Wir haben uns gemeinsam als Stadt dazu entschieden, bis 2035 klimaneutral zu werden. Und es wird Zeit, die Ziele endlich anzupacken. Wir stehen hier auf unserem schönen Kirchplatz und fordern endlich eine gerechte Aufteilung des Verkehrsraums in Gießen. Denn eins ist klar, Autos, die unsere Städte verpesten, werden in Zukunft Schnee von gestern sein. Wie Thomas Ingenlath, der Chef von Polestar, schon 2017 erkannte, er sagte, mit Verbrennungsmotor zu fahren, das wird so wenig akzeptabel werden, wie es heute das Rauchen im Restaurant ist. Tragt es auf die Straße und in eure Familie. Jeder soll mitbekommen, dass sich in Gießen etwas verändert, und zwar noch dieses Jahr. Das wird unser Jahr, denn Gießen kommt von geil und ohne Autos wird es noch geiler. Dankeschön. Wir verlassen jetzt gleich hier Richtung Westen den Kirchplatz über die Georg-Schlosser-Straße, fahren dann an Neustädter Tor vorbei, hier über den Marktplatz, wieder durch die Innenstadt und dann am Anlagenring. Einmal um den gesamten Anlagenring auf der inneren Spur, wo wir dann ab 19 Uhr der Umweltausschuss der Stadt Gießen tagen wird und da wollen wir unseren Forderungen dann nochmal Nachdruck verleihen. Und noch eine letzte Info für alle, die am Freitag nicht dabei sein konnten bei der Bürgerschaftsversammlung. Wir haben einen Film auf YouTube mit den wichtigsten Auszügen gestellt. Alles klar. Vielen Dank, dass ihr da seid und viel Spaß. Ja.
Also wir stehen jetzt hier direkt vor dem Selterstor, darauf dürfen wir leider im Moment nicht. Und was spannend ist, ist an diesem Beispiel mal zu erläutern, wie sich die Lage verändern würde, wenn wir die Fahrradstraße auf den inneren Spuren machen. Dann wäre dort, wo wir jetzt stehen, kein Autoverkehr mehr. Und eine der Spuren hier wäre noch eine Busspur, der Rest wäre fürs Fahrrad. Und drüben auf der anderen Seite entweder eine Einbahnstraße oder Zweirichtungsverkehr für Autos, das ist uns letztlich egal. Wir wollen diese Seite haben. Und jetzt dieser Qualitätsgewinn in diesem Moment, und ich finde das deshalb ganz spannend, weil heute in der Zeitung ein Kommentar ist von jemandem, der bisher sich sehr qualifiziert geäußert hat und der uns sehr, sehr stark kritisiert hat, nämlich der Chef von dem Schuhhaus Darre. Der meinte, dass eine Fahrradstraße für ihn den Untergang bedeuten würde und auch für die ganze Stadt. Jetzt überlege man sich mal, was sich verändert, wenn jetzt hier eine Fahrradstraße ist. Momentan, das Schuhhaus Darre hat dort eine sehr lange Schaufensterfront und versucht ja, da irgendwelche Leute mit anzusprechen. Die fahren hier aber nur auf Autos vorbei. Das ist nicht die angemessene Geschwindigkeit, um sich sowas anzugucken. Wegen der Autos ist auch die Aufenthaltsqualität auf dem Bürgersteig so klein, dass man sich da eigentlich nur so langkastet, um möglichst schnell in den Seltersweg zu kommen. Von hier in den Seltersweg zu kommen, ist eigentlich gar nicht richtig möglich, sodass das Schuhhaus Darre wegen dieser riesigen Autostraße hier eigentlich gar keinen richtig guten Ort hat. Hier direkt der Eingang, permanent Gestank und Lärm von Autos. Jetzt die Zukunft. Hier, wo wir fahren, gibt es keine Autos mehr. Die Ampel gibt es auch nicht mehr. Weil ja nur wir hier fahren können, warum muss es diese Ampel noch gehen? Wir können einfach geradeaus weiterfahren. Diese Ampel auf der Fahrradstraße bedarf es nicht mehr. Das wird ein sehr attraktiver Punkt sein, hier mit dem Fahrrad zu kommen und genau an dieser Stelle anzulanden, um in den Seltersweg zu gehen. Das heißt, wenn hier eine große Abstellanlage, hier ist viel Platz, guckt, wie viele Spuren hier ist, eine größere Fahrradabstellanlage, wird dieser Punkt plötzlich eine ganz andere Qualität bekommen. Da ganz hinten sind die Autos, vielleicht begrünt man das noch auf der Mitte. Und hier kommen die Fahrradfahrerinnen an und gehen von hier in den Seltersweg. Und das Schuhhaus Darre ist plötzlich der Eröffner des Selterswegs. Kann... kann seinen Eingang entsprechend umgestalten, kann sich hier ausdehnen und kleiner Tipp mal aus Marketinggründen, vielleicht eine kleine Kollektion von Schuhen und Accessoires für Fahrradfahrerinnen mit aufnehmen und eins der Schaufenster hier gestalten. Weil die Fahrradfahrerinnen fahren in einem Tempo, dass es halt hier, dass sie auch dahin gucken können. Das heißt, gerade das Selterstor und die hier anliegende Handel wird extrem aufgewertet, auch für die Menschen, die da oben wohnen. Welch eine Beruhigung, wenn man hier endlich keine Autos mehr hat. Es ist mir vollkommen unverständlich, warum gerade aus diesen Geschäften heraus unser Vorschlag bekämpft wird. Wir kennen das Problem aus vielen Städten, wo beruhigt wird, wo Fahrradstraßen hinkommen, dass das viel attraktiver wird und dass den Handel und die Wohnung dort gestärkt hat. Wir werden eher das Problem kriegen, dass wir uns für eine Mietpreisbremse einsetzen müssen, weil dieser Standort so aufgewertet wird, dass die Mieten eher nach oben gehen werden. Diese Polemik, die momentan von der Autolobby gemacht wird, dass es für die Leute, die hier Geschäfte haben oder hier wohnen, schlecht ist, eine Fahrradstraße zu haben, ist mieses Märchen erzählen, Angst machen, es wird das genaue Gegenteil sein. Und deshalb mein Aufruf an die Leute, die hier wohnen, die Leute, die hier Geschäfte haben, stellt euch hinter uns. Es kann euch einfach nichts Besseres passieren, als dass hier eine Fahrradstraße hinkommt, dass später auch noch die Kreuzungen verändert werden, fußgängerinfreundlich, und irgendwann einmal hier auch noch eine Straßenbahn langtuckert, die richtig viele Leute in die Innenstadt bringt. Das ist das, was die Innenstadt braucht. Die Autos machen sie tot. Yeah.
oben seht ihr den erleuchteten Saal. Dort trifft sich in 5 Minuten der Umwelt- und Verkehrsausschuss von Gießen. Und er muss, weil wir genug Unterschriften haben, weil wir alle so kräftig gesammelt haben, er muss heute darüber abstimmen, ob die Route, die wir gerade gefahren sind, autofrei gemacht wird und Busspuren und Fahrradspuren kommen. Das ist noch nicht endgültig. Das ist jetzt die Vorabstimmung im Ausschuss und am 4.3. dann die Stadtverordnetenversammlung. Da entscheidet es sich, ob das durchkommt oder nicht. Und die sind bemerkenswert aufgeregt. Also ich habe es eigentlich noch nicht erlebt, eine Autolobby und Parteien, die hinter den Autos stehen, die so ideologisch gerade abgehen und so nervös sind. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, das ist die Vorfreude auf die Niederlage. Sie haben sowieso nur die Wahl, ob Sie es jetzt verabschieden und die Verkehrswende einleiten und das Klima schützen oder ob Sie durch die Bedingungen irgendwann gezwungen werden, das zu machen. Aber das wird viel bitterer. So, aber jetzt, hier ist das Mikro. Ihr alle habt jetzt die Chance, hier kurz hinzugehen. 1, 2 Sätze an die Bau- und Verkehrs- und Umweltausschuss der Stadt Gießen zu richten. Eure Wünsche. Was die in diesem Abend machen sollen. Behaltet bitte eure Maske auf beim Reden, damit das Mikro kein Splitter wird. Und kommt hierher und sagt ihnen da oben, was ihr wollt, wie sich Gießen verändert. Hallo, ich bin der Peter. Ich wollte mal sagen, dass ich schon einige Male fast unter dem Auto gelegen habe mit dem Fahrrad. Und das fand ich so zum Kotzen, weil die Autofahrerinnen und Autofahrer derart rücksichtslos sind. Und ich möchte, dass Gießen eine Autofahrerstadt wird. Ja, ich bin die Beate, ich habe Enkelkinder und ich wundere mich, dass wir heute noch, wo alle wissen, was los ist, für ein paar Fahrradstraßenmeter kämpfen müssen. Hallo, ich sehe jeden Tag, wie die Kinder an der Westanlage versuchen, zur Goetheschule zu kommen, ewig an der Ampel stehen und dann von dem inzwischen Rechtsabbiegerverbot trotzdem rechtsabbiegenden Autos jedes Mal weggehupt werden. Ich verstehe das nicht, dass sie grundsätzlich Vorfahrt haben und sich keiner darum kümmert, dass hier auch noch andere Menschen leben. Bravo! Möchte noch jemand was sagen? Kommt gerne hier ans Mikro. Okay, dann sage ich noch was. Also wir haben am 26.02. unsere nächste Fahrraddemo. Es wäre schön, wenn ihr bis dahin richtig viele Menschen mobilisiert, damit wir auch dann unsere Forderungen wieder durch Gießen tragen können. Und zwar treffen wir uns um 16 Uhr am Bahnhofsplatz. Und eine weitere Veranstaltung ist am 4.3. geplant, wo wir uns um 16 Uhr direkt hier am Berliner Platz treffen. Und bis dahin haben wir dann auch richtig warme Temperaturen und dann können wir mit richtig vielen Menschen nochmal eine Versammlung machen. Und ich hatte jetzt überlegt, dass wir hier nochmal richtig laut sein könnten, alle zusammen, also alle nochmal gleich mit den Klingeln. Und ich werde jetzt rufen, Gießen, und ihr antwortet dann bitte alle zusammen autofrei, so laut, dass die da oben das durch ihre doppelverglasten Scheiben hören, okay? Also seid ihr alle bereit und dabei klingeln wir ganz laut und ich sag Gießen, autofrei! Gießen! Autofrei! Gießen! Autofrei! Danke! Bitte!